Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zur Tageslektion und herzlich willkommen zu, ich möchte fast sagen, einem Mut oder einer Vernunft, nämlich der Vernunft, keinem Argument zu glauben, das dir einredet, dass du nicht nach innen schauen könntest oder mal lieber nicht nach innen schaust, weil wer weiß, was du dort sehen würdest. Denn die Lektion heute heißt: Ich will mich nicht fürchten, heute nach innen zu schauen. In mir ist ewige Unschuld, weil es Gottes Wille ist, dass sie auf immer und auf ewig dort sei. Wer könnte Angst davor haben, auf Unschuld zu schauen? Ganz ehrlich, wir haben auf Unschuld geschaut und haben sie gekreuzigt, weil wir nicht wirklich auf die Unschuld geschaut haben. Ja, das war das ganze Symbol von Jesus' Lehre. Hey, ich bin hier als Licht der Welt. Ich bin hier, um der Welt alles wieder zurückzuerstatten, weil sie sich von allem dissoziiert hat. Und wir haben nur die Bedrohung des alten Denksystems gesehen und versucht, ihn zu kreuzigen. Was nicht gelungen ist, ja, offensichtlich. Das erzählen wir uns ja seit 2000 Jahren, dass es nicht geklappt hat. Und jetzt lasst uns die Lektion wirklich lernen, dass wir nicht sozusagen zu kurz schauen, sondern wirklich an den Blockaden vorbeischauen, an den Zeugen für deine Schuld vorbeischauen und erkennen, dass diese Zeugen nichtig sind. Sie beziehen sich nicht auf dich, sie haben keine Quelle und sie haben keine Substanz und keine Wirkung. Ja, also wieso sollte man davor Angst haben? Ich, sein Sohn, dessen Wille so grenzenlos ist wie sein eigener, kann keine Veränderung darin wollen. Denn meines Vaters Willen zu verleugnen, heißt, meinen eigenen zu verleugnen. Ja, und gestehen wir uns ein, wir dachten, das wäre geschehen. Wir dachten, wir hätten diesen Willen tatsächlich verleugnet. Und wir haben uns eine Welt hier hingestellt, um uns einzureden, dass wir tatsächlich einen zweiten Willen gemacht haben, einen entgegengesetzten Willen. Wir haben uns Trennung reflektiert und reflektieren uns Trennung, wenn wir es wollen, jetzt. Aber nur als eine vergangene Idee, die niemals war. Also, wenn ich Gottes Willen akzeptiere, und das ist meine Entscheidung für jetzt, dann kann ich wirklich nur sagen, ich weiß nicht, wie mir das gezeigt werden kann. Ich weiß nicht, wie ich Gottes Willen denke. Und genau das ist die Öffnung dafür, weil ich den Willen Gottes selbst nicht denke. Ich denke ihn mir nicht aus. Aber ich kann sagen, ich bin offen dafür und ich habe keine Angst, nach innen zu schauen, sondern ich habe eine freudige Bereitwilligkeit, mich neu zu reflektieren. Okay. Also, schauen wir mal. Nach innen schauen heißt nur, meinen Willen zu finden, wie Gott ihn schuf und wie er ist. Ich fürchte mich, nach innen zu schauen, weil ich denke, ich hätte einen anderen Willen gemacht, der nicht wahr ist und in Wirklichkeit verliehen. Doch hat er keine Wirkungen. In mir ist Gottes Heiligkeit. Okay, mal gucken, ob das hier klappt mit dem Berufsverkehr. Don't try this at home. doch hat er keine Wirkungen. In mir ist Gottes Heiligkeit, in mir ist die Erinnerung an ihn. Okay, gut. Was brauche ich dafür? Wie viel Zeit brauche ich dafür? Wie viel Zeit braucht Gott, damit sein Wille getan ist und damit sein Wille erkannt ist? Und das Geniale ist, und ich liebe diesen Kurs und ich liebe es, das zu teilen, weil ich mich selbst erinnere, Gottes Wille braucht keine Zeit, um vollbracht zu werden. Genau das ist die Lektion des Kurses. Ja, wir halten uns mit dem Kurs auf und denken, ja, da muss noch dies und da muss noch das und ich bin noch nicht so weit und ich habe schon wieder diesen Groll und da ist bestimmt noch was und so weiter und so weiter. Aber die Aufhebung des Grolls, die Aufhebung der unbewussten Schuld wird mich nur dahin führen zu erkennen, dass es für mich aufgehoben worden ist. Dass es in mir keinen dunklen Altar gibt. Und das ist das, wovor wir Angst haben oder was uns schwerfällt zu glauben.
weil wir tatsächlich denken, nein, es ist so ein schwerwiegender Irrtum gewesen. Es ist so eine krass einstudierte Lektion gewesen, eine Welt zu sehen, die nicht ist, dass es nicht so einfach sein kann. Aber die Lektion ist genauso einfach, ist es. Was auch immer es braucht von deiner Seite, ja, vielleicht ist es, und natürlich ist es ein Geistestraining, es braucht eine Neuorientierung des Geistes, aber es wird nichts daran ändern, dass das Geschenk, was uns gegeben ist, dass die Beschleunigung, die uns angeboten ist, wirklich vollständig ist. Eine vollständige Lektion, eine vollständige Gabe und vollständige Erlösung in diesem Augenblick. Weil was könnte es anderes sein, wenn es wirklich eine göttliche Antwort ist? Es könnte keine partielle Antwort sein, sondern nur eine vollständige Antwort. Und das macht vollkommen Sinn für mich. Das ist vollkommen vernünftig für die Liebe. Das ist eindeutig im Einklang mit einem vollkommen wohlwollenden Schöpfer und Erlöser. Und das ist, dem wir uns zuwenden. Ja, lass es einen christlichen Anklang haben, lass es sich christlich anhören. Und damit scheinbar mit viel Zeit assoziiert sein, mit Christentum und Jesus' Lehre vor 2000 Jahren und so weiter. Aber seine Lehre ist, dies ist der Tag, an dem wir beide ins Paradies eingehen. Denn dies ist die einzige Zeit, die es gibt, die Lektion von gestern. Und Gottes Wille braucht keine Zeit, um vollbracht zu sein. Es war nur ein Irrtum, dass wir Zeit bräuchten. Ja, kümmere dich nicht darum, dass da Wahrnehmung ist. Lass dich davon nicht täuschen. Lass dich von anhaltenden Symptomen sozusagen nicht täuschen. Ja, weil viele denken, okay, wenn Erlösung ist, dann müsste es doch irgendwie sein. Es müsste doch irgendwie anders sein als jetzt. Und die Antwort ist, gerade nicht. Gerade nicht. Es braucht nicht anders zu sein. Das ist, was die Erlösung sagt. Nichts muss sich verändern. Wow. Ich liebe diesen Kurs. Ich liebe das, worauf er uns hinweist. Okay. Der Schritt, mein Vater, den ich heute tue, ist meine sichere Befreiung aus nichtigen Träumen der Sünde. Dein Altar steht friedlich da und unentweiht. Es ist der heilige Altar für mein Selbst und dort finde ich meine wahre Identität. Das ist der Moment, in dem wir uns jetzt verbinden. Es ist nicht in Zeit, sondern jetzt. Und dieser Moment, dieser Ort, an dem wir uns treffen, hat nichts mit den äußeren Umständen zu tun. Es hat nichts mit deiner Situation zu tun. Es hat nichts damit zu tun, in welchem Zug du dich sozusagen befindest, in welche Richtung dieser Zug fährt, welche Farbe der Zug hat, wie alt der Zug ist oder in welches Alter er dich bringen wird oder in welche Situation der Zug dich bringen wird. All das ist Teil der Matrix. Und der Altar, an dem wir uns jetzt treffen, ist komplett Matrix ungebunden, weil die Matrix die Matrix ist und damit nicht real. Das, was wir vergessen haben, ist, dass wir nicht dem etwas Realem entkommen, um zu etwas anderem Realen zu erwachen, sondern wir entkommen der Illusion. Angst ist die Illusion. Trennung ist die Illusion. Ja, die schweren Geschütze von Schuld sind Illusionen. Ja, in der Schuld sieht es aus wie real, aber es ändert nichts daran, dass es wirklich nur eingebildet war. Und diese Welt war vor langer Zeit vorbei. Deswegen können wir uns in der Wirklichkeit treffen. Deswegen ist jetzt Wirklichkeit. Und ich danke vielmals für diese Gelegenheit. Und auch nochmal meinen Dank an alle, die am letzten Wochenende in Heiden in der Schweiz aufgetaucht sind und die Öffnung im Geist tatsächlich nochmal bestätigt, erweitert, bekräftigt, ausgedehnt haben, denn wir haben es nicht geöffnet, sondern wir haben nur bestätigt, es ist da und jeder von uns öffnet das und dehnt es aus in diesem Moment. Okay, also alles Liebe, danke für das Willkommenheißen eines vollkommen neuen Momentes und des zeitlosen Lichtes, das du selber bist. Gott ist eine Idee und diese Idee ist Licht, brillantes Licht, schöpferisches Licht und dazu erwachen wir und wir erwachen zu deinen brillanten, schöpferischen Schöpfungen. Ja, weil du selber bist wie der Vater, du selbst bist Vater
und du hast Söhne, du hast wahre Schöpfung, die über alles hinausgehen, was die Welt zu bieten hat. Und diese Frequenz des Lichtes, wie auch immer sie individuell für dich reinkommt, wie auch immer du sie individuell in einem Bruder reflektiert siehst, es ist dennoch die Erinnerung an den einen Gott. Dies ist ein Kurs in Wundern und wir erinnern uns an das gemeinsame Gottesmahl. Okay, und jetzt werde ich mich um den Kleinen kümmern und wünsche euch einen großartigen Tag. Seid gesegnet, wir sehen uns in diesem Augenblick ganz buchstäblich als das, was wir wirklich sind. Gott segne uns alle, jeden Einzelnen, ganz besonders dich.